Wenn KMU Swiss ruft, strömen die Menschen in den Campussaal Windischbruck zum Symposium 2024. Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder gekommen sind und sich informieren lassen möchten über gewisse Sachen, die Ihre Branche bewegen. Wir möchten den Puls spüren und Ihnen auch wirklich praxisbetonte Tipps mit in Ihren Alltag geben, wie immer mit hochkarätigen Expertinnen und Experten. Wenn man aktuelle Zahlen anschaut, dann sieht man und liest man, dass der Fachkräftemangel auf einem neuen Rekordwert war 2024 gegenüber der 23 um 24% angestiegen. Eine weitere Tendenz ist auch klar, es geht nicht mehr nur um einen Fachkräftemangel in der Schweiz, sondern um einen generellen Arbeitskräftemangel. Und besondere betroffene Berufe sind die Gesundheitsbranche, Softwareentwickler oder die Branchen wie Maschinentechnik oder Heizungsplanung. Fakt ist also, die Arbeitsmärkte müssen neue Wege gehen. Und Arbeitsmodelle, die wir seit Jahrzehnten gemacht haben, müssen wir hinterfragen und schauen, ist dieses Modell tatsächlich in der aktuellen Situation das Richtige und vor allem ist es das Richtige für morgen. Und das sind verschiedene Themen, die wir heute Nachmittag beleuchten werden. Noch einmal ganz, ganz herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Michael Sokol, ich bin freischaffender Moderator, Produzent von Sport-Live-Sendungen bei SRF. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ja, der Kerl sieht ein bisschen müde aus, könnte es noch die letzten olympischen Augenringe sein, die Sie hier vielleicht noch sehen. Aber hellwach geht es in den Nachmittag. Und ich darf auch alle diejenigen, die es heute jetzt nicht in den Campussaal Windischbruck geschafft haben, zu Hause begrüßen auf KMU Swiss TV. Ganz herzlich willkommen. Und wenn Sie dann die Veranstaltung vielleicht morgen, übermorgen noch einmal nachschauen möchten, auf diesem Kanal finden Sie das. Es geht auch um Innovation, Innovation bei einem Event. Und wer ist heute nicht zum ersten Mal da? Nicht so schüchtern? Geht schon? Keine Angst? Gut, also doch ein paar. Und diejenigen, die zum ersten Mal da sind, werden sich sagen, ja, oder diejenigen, die schon ein paar Mal da waren, die fragen sich, wir haben hier eine richtig tolle Lounge aufgebaut von Intertime, ein langjähriger Partner des KMU Swiss Symposiums. Und ich darf jetzt ein paar Menschen, ein paar Gäste einladen, das Symposium ganz super bequem in diesen Sitzen zu verfolgen. Wer hat Lust? Kostet nichts. Ja, komm. Ja, bitte sehr. Wenn Sie die Damen links von Ihnen mitnehmen möchten, sehr gerne. Wenn sie nicht zu Ihnen gehört, nehmen Sie sie auch mit. Nehmen Sie Platz. Sofa ist natürlich privilegiert. Und für die Pause, und da kann man wunderbar, kann man das ein bisschen drehen. So, und der einzige es hat noch Platz, wer möchte? Ja, bitte sehr. Keine Beißhängungen haben oder so. Kann sich da gerne austauschen. Aber bitte erst dann in der Pause austauschen. Während den Referaten, also zwei Plätze habe ich noch. Okay, kann man jederzeit beziehen. Und ein kleiner Nachteil, dass Sie jetzt hier sitzen. Ich möchte jetzt mal ganz kurz fragen, wie es Ihnen geht, was Sie vom heutigen Event erwarten. Da würden Sie sich kurz vorstellen? Ja, klar. Mein Name ist Dorit Schmidt-Purmann und ich bin da für den Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge. Mhm. Wir sind auch hier Partner vom Symposium, Sponsorpartner. Und das Thema Arbeitsplatz ist natürlich auch im Kontext Nachfolge sehr interessant. Und insofern erwarte ich mir da einige spannende Inputs. Super. Jetzt weiß ich genau, ich arbeite beim Fernsehen, Reni und Lukas, die tun sich da ein bisschen schwer mit dem Licht. Im Moment, zum Glück habe ich jetzt eine moderne Uhr. Jetzt können wir da ein bisschen, für Reni, jetzt schauen wir so, dass Reni dich so soll. So. Wollte ich mich noch zur Kamera drehen? Nein, du bist schon in der Kamera, alles gut. So, okay. Wer bist du und was erwartest du heute? Ich bin Michael Schmidt-Purmann von dem Impulswerk. Ich bin für moderne Arbeitswelten und gesunde Arbeitswelten unterwegs. Was ich mir vorstelle, gerade zu dem Thema, dass es vielleicht frische Impulse gibt und neue Ideen, die ich auch mitnehmen kann und in meinen Alltag reinbringe. Super. Versprochen, werden wir halten. Komme ich vielleicht später noch dazu. Genießt es. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Also bei anderen Veranstaltungen gibt es da so einen kleinen Applaus zwischendurch oder so, aber ist okay. Hier ist auch schön.
Leute fragen mich immer, ja, diese Moderationen, wieso machst du die? Ja, da sagen wir so, ja, verdienst du einen Haufen Geld? Ja, schon auch, nicht so viel hier, aber okay. Aber ich habe es einfach gern, unter guten Leuten zusammen zu sein, einen schönen Nachmittag zu verbringen und sich auszutauschen und ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Das mag ich, aber hier ist auch schön. Gut, sind wir wieder quitt, ne? Also, sehr verehrte Damen und Herren, 31 Aussteller haben wir dieses Jahr im Forum. Viele davon langjährige Sponsoren und Partner machen diesen Event erst möglich. Allen voran natürlich die Group Mutuel, ein langjähriger Partner, Platin-Partner, der dafür sorgt, dass wir heute hier sitzen können und hochkarätige Expertinnen und Experten zuhören können. Und ich denke, das ist ein großer Applaus. Vielen herzlichen Dank für die Group Mutuel. Dann brauchst du natürlich nicht nur die finanziellen Mittel, sondern auch ganz viele Menschen im Hintergrund, die vor, während und nach dem Event dafür sorgen, dass auch so ein Event durchgeführt werden kann. Und auch diesen, dem Team von dem heutigen Gastgeber, auch einen herzlichen Applaus. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Und es braucht natürlich einen Kopf. Den braucht es immer jemand, der vorausgeht, der eine Vision hat und diese Vision dann zusammen mit seinem Team umsetzt, damit wir eben hier, und ich glaube, es ist richtig zum 11. Mal heute hier im Campussaal, Premiere 2013, hat ChatGPT gesagt. Ob der lügt oder nicht, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ungefähr zum 11. Mal. Bitte begrüßen Sie den Gastgeber, CEO von KMU Swiss, Armin Baumann. Also ganz genau ist es das 15. Mal, wir haben 2008 begonnen, aber ist jetzt noch nicht ein Jubiläum, das wir riesig feiern, aber wir haben es gerne, wenn die Leute hierher kommen, die guten Leute kommen und eben einen schönen Tag haben. Ich sollte noch meine Folien sehen. Gibt es keine? Gut, macht auch nichts. Ich bin mit dem muss man umgehen können. Die sind irgendwie wahrscheinlich untergegangen, ist aber nicht so ein Problem. Heute hatte ich eben leider keine Zeit, um alles selber noch anzuschauen, aber es ist nicht so schlimm, weil darum ist das gute Papier immer noch etwas wert. Ja. Also herzlich willkommen allen Referentinnen und Referenten. Wir haben heute mehr Damen, die sprechen. Und als speziellen Gast den Botschafter aus Taiwan, David Wang. Er ist auch unter uns. Er wird sicherlich bis zur nächsten Pause dabei sein. Er hat sehr viele Termine. Und ich freue mich, dass er heute uns besuchen kommt. Das zeigt doch eine gewisse Wertschätzung, die ich ihm auch gerne immer wieder entgegenbringe. Dann willkommen und Dank auch Ihnen als Teilnehmer. Ich habe hier die Statistik, jetzt sehen Sie sie nicht im Ganzen drin. Wir haben einen Drittel aus dem Aargau und die restlichen, der Großteil ist aus dem Kanton Zürich und angrenzend. Aber das Schöne ist, wir haben heute jeder zweite Teilnehmer, / innen, ist eine Frau, sind Mitglieder und jede vierte Person ist eine Frau. Das ist auch schön. Und 80% sind das Kader. Danken möchte ich, wie schon Michael vorher gesagt hat, auch den Sponsoren herzlich willkommen heißen. Allen voran natürlich der Group Mutuel, wie schon bereits erwähnt, aber auch all den anderen danke ich recht herzlich für ihr Mitmachen und auch den Ausstellern. Wir haben noch zusätzliche Aussteller besucht, die tauscht euch mit denen aus, Erfahrungen, was macht ihr, was machen sie. Früher oder später kann da plötzlich ein Geschäft entstehen daraus. Dann von der Statistik her, die lassen wir jetzt weg. Wir haben eine positive Statistik bei der Anzahl Mitglieder. Wir sind gewachsen auf nahezu 400 und ich hoffe, wir wachsen noch weiter. Und zwar nicht mit jedem, sondern mit den Besten und mit denjenigen, die wissen, dass sie säen müssen, bevor sie ernten können. Das sind so unsere Lieblingszielkunden, die wir hätten als Mitglieder. Dann ein kleiner Ausblick auf das 2024 Restliche. Wir werden diesen Monat noch einen Insider-Treff haben bei der Boss-Info, respektive bei einem ihrer Kunden. Insider-Treffs sind so Best Practice, da gehen wir nach Ebikon.
Es gibt dann auch weitere in Windisch und in Baden. Da gehen wir Lernwerkstätte anschauen. Hat auch etwas mit Arbeitsplätzen zu tun. Wie man Jugendliche ausbilden kann. Und wenn ich das jetzt gerade noch sage, kommt mir in den Sinn, dass ich gestern per Zufall Nachrichten gehört habe. Und da hat eine Studie der Avenir Suisse tatsächlich gesagt, dass KI die Unternehmen respektive die Arbeitswelt beeinflussen könnte, haben sie gesagt. Und da habe ich schon gedacht, also was lesen die Journalisten zum Teil und wie interpretieren sie? Und sie haben auch gesagt, dass Jobs, die nicht gefährdet sind, die handwerklichen Jobs sind. Da habe ich auch gestaunt, dass man da eine Studie machen muss. Aber anscheinend haben die das Geld für solche Sachen zu machen und dann die anderen haben die Interessen, das zu publizieren, respektive kundzutun. Stammtreff haben wir auch, der nächste ist am 10. Da gibt es sogar im Vorfeld noch ein Motorrad-Treff, mit dem fahren wir mit dem Motorrad dahin. Andere, die nicht Motorrad fahren, die kommen mit dem Schiff oder mit dem Auto oder mit dem Zug oder mit dem Fahrrad. Und da sind wir bei Oppisberg, auch da schwer integrierbare Kinder, wie man die beschäftigen kann, damit sie in die Arbeitswelt kommen, auch sehr interessant, ist am nächsten Dienstag. Dann Golf haben wir nur noch das Finale und eben das Golf Ambassador, wo wir mit Botschaftern wie David oder auch Indonesien oder Pakistan Golf spielen zusammen und vor allem eigentlich uns ausdiskutieren nebst dem Golfsport, wo man Geschäfte machen könnte, wie und was, wo kann man sich unterstützen. Das ist eigentlich sehr interessant. Dann zum Symposium nächstes Jahr. Da werden wir, du hast es ein bisschen angetönt, wird es Veränderungen geben. Wir werden zum Beispiel in Baden im Vorfeld werden wir einen Firmenbesuch machen, bevor es losgeht. Der Marktplatz wird stattfinden, aber das ist viel vorher. Und dann werden wir unsere rund zwei Referatsblöcke abhalten. Wir werden dann dort den Preis vergeben, den wir heute vergeben, den Swiss Entrepreneur Award. Die Themen werden sein Kreativität und Unternehmenskultur, Basis für nachhaltige Innovationen. Das ist so, wenn jemand eine Uhr erfindet, ist es schwierig, das Kapital zu finden. Wir werden das heute ein bisschen auch hören, am einen oder anderen Ort. Der Prophet im eigenen Land wird meistens leider Gottes nicht erkannt. Und so passiert es, dass halt dann plötzlich gewisse Arbeitsplätze nicht mehr in der Schweiz zur Verfügung stehen, sondern im Ausland. Schön wäre, wenn wir das Sagen hätten und das bei uns behalten könnten und das aufbauen. Und das ist keine politische Anmache, die ich jetzt hier mache, sondern es ist eine unternehmerische Anmache, die ich gerne raustragen möchte. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Also das Ganze ist mal wichtig, eine gesunde Volkswirtschaft benötigt einen Sektor 2, Industrie und Gewerbe. Wir haben leider Gottes Politiker, die sagen, nein, wir sind ein Forschung- und Dienstleistungsland, lassen alle Hochstudierten rein, aber wer putzt uns das WC, wer reinigt die Straße, wer repariert das Auto? Faktum ist, ich warte seit 3 Monaten auf ein Fenster, das Regen reinlässt. Ich habe schon 3 Mal gefragt, wann wird es geliefert. Ich habe noch keine Antworten. Ich bin gespannt, ob es dann das Fliegennetz noch benötigt im Dezember. Aber vielleicht hoffentlich noch nächstes Jahr. Also Unternehmertum, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Und nicht Politiker, die, das ist meine Meinung, die einfach nur Regulationen machen, verhindern sind, etc. Und wenn ich etwas bauen möchte, ich irgendwie 10-mal rennen muss, ein externer Berater seine Rechnungen stellen kann für Abklärung und dann sagt, ich muss irgendwie für 4 Wohnungen 24 Fahrradplätze machen, einen Kinderspielplatz etc., da sind wir wirklich ein bisschen am Ende, oder sagen wir, im Wohlstand geht eigentlich die Wirtschaft zugrunde. Das ist ein bisschen schade. Das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, dass wir das Thema heute wählen. Und was auch wichtig ist, wenn Arbeitskräfte fehlen, wir haben natürlich auch Maßnahmen, ich hoffe, die hören wir heute auch, wo wir Arbeitskräfte freisetzen können und nicht Leuten 20% schenken und sagen, wir schaffen noch jetzt 80% für die gleiche Arbeit. Weil ich glaube auch, viele Leute arbeiten 80%, weil sie so viel Geld verdienen, damit sie sagen, okay, ich kann 4 Tage arbeiten, habe ich 3 Tage frei. Wird aber auch andere Arbeitsmodelle geben, wo einer für den einen arbeitet und für den anderen eben auch und für sich selbst auch noch. Das wird sicherlich kommen und das werden wir hoffentlich heute auch ein bisschen hören,
wo die Potenziale liegen und wie man die erschließen könnte. Hier kommt das Wort könnte, dass die Avenir Suisse bei Sachen sagt, die klar sind. Ich sage hier könnte, aber da muss man etwas dazu arbeiten. Das in dem Sinne, ich wünsche jetzt euch einen schönen Nachmittag bis zum frühen Abend. Genießt den Tag, lasst euch berieseln mit Informationen, motivieren für neue Taten. In dem Sinne danke ich euch und wünsche euch einen schönen Tag.